dass unsere Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden, das war mir schon während dem Studium klar. Aber dass ich mir irgendwann mal Gedanken drüber mache, wie ich das hinkriege, dass ein Video sowohl hoch kann, als auch so in der Breite, als auch als Quadrat funktioniert, dass das mal relevant ist, das hätte ich nicht gedacht. Und vor allem, dass halt das 4K, also Video, das sozusagen die vierfache HD-Auflösung hat, dass das relevant wird aus dem Grund, dass es einfach darum geht, genug Auflösung zu haben, dass man auch noch ein Hochkantvideo in HD rausholen kann. Auch das hat mich überrascht.